Verrate mir. Du bist doch eigentlich der Schüler in Gefahr. Schüler in Gefahr. Schüler in Gefahr. Vielleicht brauche ich Rons roten Pulli, oder? Wie hast du? Dunkelrot kariert. Sorry, ist ja ein Unterschied. Ob rot oder dunkelrot. Dunkelrot. Ich stecke jetzt all mein Herzblut da rein. Kriege Geld, aber es wird nicht registriert. Hab ich mir irgendwo anders übersehen? Oh, wo ist der Schüler in Gefahr? Ich würde ja sagen, das war er. Die Sache ist, was mache ich, wenn er das wirklich war? Level so oft neu starten, bis er als gerettet registriert wird, schicken. Oh nein. Wisst ihr, wie lange ich dann hier sitze? Ja, 100% schicken, ne? So kann ich auch für die 100 Folgen hinauszögern. Einfach Spielebugs auslösen. Hier ist sonst kein Schüler in Gefahr. Da kann ich in die Geschäfte rein. Honey, Duck. Ja, jetzt ein bisschen Honig. Mir einen Tag versüßen. Er wurde gerade ein bisschen verschlechtert. Ist hier irgendwo ein Schüler in Gefahr? Braucht einer von euch Rettung? Ich befürchte wirklich, dass das der ist, der im Eis eingefroren. Aber der wird nicht als solcher registriert. Das ist doof. Na, Chike, musst du gucken. Vielleicht gibt es in weithin des Internets eine Lösung für diesen Bug. Ich habe auch keine Idee. Muss ich ja nicht nochmal aufmachen. Mach ich ja trotzdem. Einfach weil. Ein bisschen mehr Geld. Mehr Geld. Mehr Knete. Mehr alles. Du bist noch kein Weasley. In dein Gesicht. Schon wieder. Hermine. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt theoretisch auch speichern und zurück zum Kessel gehen, aber auf Nummer sicher gehen und gucken, ob im letzten Bereich wirklich kein Schüler in Gefahr war. Alles muss nochmal kontrolliert werden. Den einzigen, den man wirklich gesehen hat, war der, der im Eis eingeschlossen. Das kann doch nicht sein, dass ich dafür jetzt nicht die 100% dann kriegen kann. Ah. Na, versammelt.
wäre eigentlich nur Ravenclaw-Wappen drin. Das habe ich ja auch schon zerstört. Nee, dann ist das wirklich der, der im Eis eingefroren. Ich sehe hier keinen Schüler in Gefahr. Autsch. Die sind alle Schüler hier in Gefahr. Ich kann euch gerne töten. Warte. Ihr seid gegen den Todesflug immun. Ah. Das ist weniger schön. Also sind wir dem Schüler in Gefahr, nicht, dass ich hier keine Leute gerade töten kann. Schüler in Gefahr, warum tust du mir das an? So kriege ich jetzt definitiv die 10 Milliarden. Ich guck mal gerade nach, ob das Internet eine weitreichende Lösung für mein kleines Problem hat, was ein gigantisches Problem ist, weil ich dann, wenn ich den letzten Schüler in Gefahr nicht retten kann, keine 100%. Obwohl 57. 3. Vielleicht habe ich ja Glück und in den anderen. Nee. Das sind wirklich die drei, die mir noch fehlen. Ja, ohne den kriege ich nicht 100%. Gute Neuigkeit. Es ist kein Bug. Chicken ist einfach nur blind gewesen, den Schüler in Gefahr zu sehen. Den wir aus dem Eis befreit haben, ist nicht der Schüler in Gefahr. Der ist woanders. Luna, gib mir die Macht deines rosa Kleides. Zum dritten Mal dieses Level rein. Oh. Ja, falls es dich aufmuntert, Chicken, bist nicht die Einzige, die diesen Schüler in Gefahr übersehen hat. Also fühle ich mich nicht alleine dumm. Kann ich die Todesser einfach ignorieren? Ich habe keine Zeit für Todessen. Jetzt hast du die ganze Zeit dieses Geschrei schicken. Ja, kann passieren, ne? Ich nehme dich. Nochmal wieder Hermine. Hermine! Schade, dass ich das nicht überspringen kann. Rosa Kleid! Wo ist mein rosa Kleid? Rosa Kleid. Aua. Licht! Nee, hier brauche ich wieder Hermine. Hermine! Von hinten sah es aus wie Draco, aber da ist er nicht. Hermine! Du sollst den Beul auspacken. Mit Wasser fühlen. Zum dritten Mal diese Spinne. Na, sorry, Todesser. Ich habe für euch keine Zeit. Ich glaube, ich habe die Todesser verbuggt. Alles in Ordnung, Jungs?
Ich weiß, es ist ein bisschen deprimierend, aber... don't mind me, I'm just passing through, okay? Todesser sind gar nicht solche schlimmen Leute. Da ist er. Da ist er. Ich hasse dich! Gib mir jemanden, der böse ist. Ich kann dich auch mit der Armbrust erschießen, aber hey. Todesfluch. Er will nicht sterben. Avada Kedavra. Die sind alle zu schwach. Ich brauche Voldemort. Der hat ja schon Mord im Namen. Ich bin in Gefahr gerettet. Ja, dank der Hilfe des Internets. Gut, dass ich das hier nicht vor 2 Tagen aufgenommen habe. Da ist mein Internet im Arsch gegangen. Bis zum nächsten Tag. Oh, die Kammer des Schreckens. Hilfe, wieder. Basilisk seine Zähne ziehen. Da musste man ja die Zange auch so pixelgenau platzieren, damit das erkannt wird. Pixelgenau. Pixelgenau. Die Brücke abbrechen. So abbrechen. So abbrechen. Warum die Brücke abbrechen? Die wird in die Luft gesprengt. Kommt schon, wenn schon, denn schon. Wolke. Vogel. Sonne. Ach, daneben ist doch die Lösung. Fällt mir jetzt das auf. Ich habe das während der Story einfach gemacht, ohne Lösung zu kennen. Ohne darauf geachtet zu haben, weil ich anscheinend blind bin. Ja, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Und wenn sie da den Korn findet, rennt sie in den Velociraptor hinein. Eine Lebensgeschichte. Ich brauche jemanden, der böse ist. Wen habe ich als bösen Typen dabei? Scabior. Wer bist du? Erstmal in die Krypta einbrechen oder was auch immer das da sein soll. Ein Sarg. Wasser füllen? Ja, nur dass es rausgespendet wird. Das Glas zu zerstören, das ist ja ein bisschen überbewertet. Hammer! Flatsch. Flatsch. Wieso springen wir das nicht einfach mit unserer Magie in die Luft? Magie kann so viel, aber auch so wenig gleichzeitig. Magie ist schon seltsam. Ja, hier brauchte ich Ron. Ron, 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 Ron. Einen starken Charakter hatte ich auch nicht dabei. Naja, wir haben Stärketrank uns gemacht. Oh ja, jetzt eigentlich nicht. Aber allein der Vollständigkeit halber. Und ich hätte gerne... Ich hab zwar noch 4 weitere Level gerade. Das ist ja das hier, das 4. Krieg ich locker 10 Milliarden. Locker. Dafür abgesehen, dass ich 3-mal in das vorherige Level musste. Einen verdammten Schüler in Gefahr.
Das war ja aber meine Schuld, dass ich ihn nicht gesehen habe. Das in der letzten Session mit dem Ravenclaw-Wappen, das war das Schuld des Spieles, weil das Wappen zu weit geflogen ist. Durch die verbuggte Physik-Engine. Dann nehme ich die Schuld nicht auf mich. Dass ich zu blind für einen Schüler war, das war schon mein Versagen. Das gebe ich offen zu. Ist das dein Zauberstab oder... Nee, ist nur ein Stück Holz. Harry oder Ron? Du kannst doch Voldemort benutzen. Nee, der ist geflohen. Der hat Angst vor Mrs. Cole. Und die hat ihn bisher nicht gefunden. Er hat's Versteckspiel getrieben. Gerade in der Sekunde. Ach, scheiß auf die Wappen. Mein Zahn. Erst holt Ron einen kleinen Zahn und gleich muss er einen großen Zahn holen. So, ich muss dich gar nicht mit Wasser füllen. Auch gut. Die Schlammpampe eingesaugt. Und zu Stott recycelt. Hilfe. Gut, dass ich von dem Fall gerettet werde. Da ist schon die graue Dame. Helena Ravenclaw. Aber ich brauche Licht. Licht, 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 Licht. Licht, 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 Licht. Wir haben zwar einen Lichtzauber, aber das bringt nicht viel. Ach, schön für dich, Michael Jackson. Hier war er die ganze Zeit. Licht. Oder gibt es irgendwo Licht am Anfang? Hier ist Licht. Ron! Gib mir Hufflepuff. Wir zünden ein Licht an für Cedric. Okay, das war jetzt irgendwie antiklimatisch. Gut, aufwachen. Fütter ich euch mal mit Wasser. Ja, stay hydrated, Leute, ne? Und dann explodieren eure Gehirne, wenn ihr zu viel trinkt. Das ist definitiv das, was passiert. Verständiges Wappen! Hey, graue Dame. Ron hat sich in Harry verwandelt. Autsch, 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 autsch. Feuer, Feuer, Feuer. Komm mal runter, du Riesenvieh. Komm runter, habe ich gesagt. Ich brauche Licht, ja. Sich auch gerade, Ron. Brauchst du deinen Deluminator nicht rauszuholen? Doch, hol ihn doch raus. Hol ihn raus. Ron ist klüger als ich. Na gut, Ron kann auch Schach spielen. Ich brauche Komplettlösungen für Schachrätsel. Wir hatten ja damals in Baphomets Fluch 1 ein Schachrätselspiel. Seamus Finnegan. Konnte ich nichts mit anfangen. Ich verstehe nicht mal die Regeln von Schach. Ich kenne sie nicht.